Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video, hört auf unserem Kanal sofort und gleich. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort und gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wieder in Item Shop vom 5.10.2019. Wir haben heute einen neuen Skin im Shop und wir haben heute einen neuen Skin. Ja, das war's schon. Wir fangen und an. Wir haben einen neuen Skin. Ja. Mani. Und wir haben noch einen neuen Skin, Mani. Mhm. Haben wir übrigens auch ein Video zu Mani. Ja, komm, oben links, oben rechts in der Infocard verlinkt. Ruf zur Schlacht. Oh, kannst du dich noch an unser Gameplay damals erinnern? Das würde ich gerne verlinken, das war richtig geil. Das war noch eine jetzt, schöne Gameplay-Zeit. Jetzt eine geile Frage, ne? Hm. Kannst du dich an das Gameplay erinnern? Ja. An das Gameplay? Ja. Das, es war für mich eines der speziellsten Gameplays. Ich weiß, war das Gameplay von den anderen 20.000, die wir gemacht haben? Das Gameplay Ruf zur Schlacht. Das war eins der geilsten Dinger, die wir damals. Ich war richtig, richtig schlecht und es hat trotzdem richtig Bock gemacht. So. Irgendwie bin ich jetzt wieder der Tiger. So, nee. Ah, doch. Komisch. Ich gebe dem eine Note von 10 von 10. 10 von 10, Ruf zur Schlacht. 4,065 bei 16 Votes, das ist am 22. September 2018 im Shop gewesen, weil du 7x29 gewonnen hast. Jubelschimmer. Jetzt wissen wir auch, wo wir gucken müssen. 22. Was war das? September 2018. Was war es? 22. Das Video, nach dem Video. 22. So, Jubelstimmung, auf jeden Fall cool. Kriegt auch von mir 9 von 10. Für 200 V-Bucks. Von mir 10 von 10. Zu 4,2 von 5 bei 20 Votes. Also, 24. März 2018 im Schock gewesen, seitdem 18 Mal und 39 Mal. Der Speer. Ich finde ich so schlecht. Ist ja ein ganz normaler No-Skin. Ja, ich finde den richtig schlecht. Gib von mir 2 von 10. 2 von 10? Ja. 1 von 10. 3,735 bei 30 Votes. Das haben am 30. Oktober 2017 im Schock gewesen. 3,239 Romanders. Hüftpfeffer. Hüftpfeffer, den hat er sofort sich geholt. Den macht er auch in fast jedem Spiel. Ich kann auch was Schönes. 500 V-Bucks. Ah, geh fatt mit dem Dreckding da. So. Also, 500 V-Bucks, ja, ich finde ihn inzwischen auch richtig cool, kriegt auch von mir inzwischen 10 von 10. 10 von 10? Ja. Mir auch. 3,81 von 5 bei 16 Votes, das ist am 31. Juli 2019 im Shop gewesen, seit 3x18 Reminders. Halt bei Melone. Gehen wir auf die Modelle da unten drauf. Soll ich erstmal gucken, uns die Scar an? Wie findest du die Scar? Du suchst es wieder, du hast. So, aber man muss sich jetzt vorstellen, in der Zeit, wo er dann so, ja, such mal nach der Ska, so, wie findest du die Ska? Sucht er nach der Karte im Hintergrund. So, die Hypermelone, 300 V-Bucks. Ich finde, die sieht schlecht aus. Ich mag die überhaupt nicht. Die kriegt von mir 3 von 10. 6 von 10. 3,89 von 5 Votes, das am 26. Juli 2019 im Shop gewesen. Seitdem dreimal haben wir Reminders und wir kommen zum Spielspezialisten bzw. also zu Reeken Expert. Specialist. Ah ne, Quatsch. Specialist müsste das sein. Reeken Expert, alles klar, moin. Specialist. Specialist. Reeken Expert, so. Ja, der Season 1 Skin. Hm? Kriegt von mir, was? Season 1 Skin? Ja, Reeken Expert. Also, okay, ja. Okay, kenne ich noch nicht mal. Warte, Reeken Expert? Was soll das sein? Hier. Kenne ich nicht. Season 1 Skin, der seltenste Skin. Ich hab das noch nie gesehen. Der seltenste Skin im Spiel. Hab ich noch nie gesehen. Blende den mal ein, bitte. Kann ich nicht einblenden. Kannst du doch einblenden. Nee, oder? Ja. Geht, glaube ich, nicht. Ich glaube, ihr kennt sowieso jeder. Das glaube ich weniger. Doch. Ich kann einfach das Bild reinziehen. Oh. Okay, so passt. Specialist. Kannst einfach das Bild reinziehen. Da. Stimmt, ist richtig. Aber ist egal jetzt. Also ich finde den, also jetzt den Reeken Specialist finde ich persönlich jetzt nicht ganz so. Hier. Ich meine, glaub kennt ihr. Aber ich habe den noch nie gesehen. Hat übrigens Sheriffstern oben auf der Brust. Okay, krass. Ja, Leute, ihr könnt ja mal reinschreiben, wer den kennt. Oder vielleicht sogar wer den hat. Kaum einer. So, Reeken Specialist für 1200 V-Bucks. Ja, so ein Account wird für 3.000-4.000 verkauft. Ehrlich? Ja. Wegen dem Skin oder was? Ja. Nein. Doch. Okay. Schau mal. Wenn man hier zum Beispiel, hier zum Beispiel mal guckt. Reeken Expert Fortnite. 12,50. Hä? What? Aber das ist noch eine Versteigerung und das andere, nee, sofort kaufen, 12,50.
Ja, das. Ne, ne. Wahrscheinlich Das sind ist es Scams. Fake oder so. Ja, das sind. Ja. Die So. kennen. Alle anderen Leute, die den auch kennen, ihr wisst ja, wie viel diese Accounts verkauft werden. Auch mit dem lila Skull Trooper oder so. So, aber gut jetzt. Also, der kriegt von mir 5 von 10, der Recon Specialist. 7 von 10. 4,07 von 5, 97 Votes, also am 26. November 2017 im Shop gewesen, 43 Mal und 100 Reminders. So, dann haben wir den Musha oder den Heim. Oh, ja, gut. Also ohne gibt es ja Style-Vorschau. So. Ja. Und ohne die Maske, finde ich, sieht der Heim deutlich viel besser aus. Da Okay, hinten ja. dieses Katzen-Backpack finde ich nicht ganz so toll. Da ganz ohne Helm finde ich so richtig cool. Ja, So ich finde ich auch. sieht so richtig gut aus. Also kriegt von mir ohne Helm 8 von 10. Von mir auch. 4,265 bei 192 Wurst, das ist mal am 24. August 2018 im Shop gewesen und im 11 Mal und wie viel Reminders? Schauen wir Ich mal, habe es was das nicht gesehen. ist. 268. 268, okay. Viel, oh, Muscha. Muscha, auch da ohne Maske und ohne Helm, finde ich, sieht er am besten aus. Dann kriegt er auch von mir 8 von 10. Geh mal auf die Style-Vorschau, genau. Boah, Wobei, naja. dafür finde ich den am besten. 6 von 10. Trotzdem 7 von 10. 3,085 bei 75 Votes, also am 24. August 2018 im Schock gewesen, 11 mal 6 Leute. So, dann haben wir die Katzenkralle. Die finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Für 800 V-Bucks. So ein Teil hätte ich gerne zu Hause stehen. Ja, rumstehen. So, das Ding kriegt von mir 7 von 10. Mir 8 von 10, 3,67 von 5 war für 33 Votes, 24 Euro 2018 im Shop gewesen, im 11 Mal 22 Runners. Stundenfastig. Ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Also, ich meine, okay, die Farben sind okay, aber es ist ein Standardgleiter und schnurrtastisch. Ich bin jetzt nie so der Katzenfan. Oh Gott, jetzt kriegen wir gleich wieder was, zum Beispiel viele Dislikes drauf. Für 500 V-Bucks, ganze Katzenfans jetzt, Dislike, Daumen nach unten, gleich ist kein Katzenfan. Und Der kriegt an von alle Leute, die Hunde mögen, liken. 2 von 10 kriegt das Ding von mir. 1 von 10. 3,395 bei 18 Votes. Das ist am 24. August 2018 im Schock gewesen. 11 mal 9 Runners. Das Leute, war's. ganz ehrlich, es ist tatsächlich passiert. Ohne Scheiß. Ich bin hochgradig allergisch gegen Katzen. Wirklich. Also heißt jetzt nicht, dass ich Katzen deswegen nicht mag, aber ich bin hochgradig allergisch gegen Katzen. Und ein Katzenliebhaber in der Nachbarschaft hat dann gesagt, ich würde mir das nur einbilden. Weil ich Katzen nicht mögen würde, würde ich mir das einbilden, dass ich allergisch gegen die bin. Ich mir, what the fuck? Ich Was meine, los? ich bin ja hier quasi Tiger, ne? Ja, man merkt jetzt schon allein, da geht's schon los. Ja? Hatschi! So, also weiter. Also auch wenn ich auf YouTube ein Tiger bin, ich mag eigentlich Katzen nicht wirklich, weil zum Beispiel hat man schon oft genug Fälle gehabt oder so, wo einfach eine Katze sich gedacht hat, ja, mit den Krallen, bam, viel Spaß. Ja, und der Besitzer ist dann, hat dann ein paar Wunden. Auch schon im Gesicht. Hatten wir sogar schon live erlebt. Da waren wir auf einer Burg, da stand ein Kind an den Burgzinnen, hat so runtergeguckt und frag mich nicht, wo diese Katze herkam. Auf jeden Fall, eine Katze läuft da auf der Mauer da entlang. Man hat nichts erkannt, keine, wirklich ganz gemütlich ist die entlang gelaufen. Läuft so an dem Kind vorbei, beziehungsweise bleibt vor dem Kind stehen, batscht dem eine quer übers Gesicht, ja, und läuft weiter. Das Ja. Kind hat geschrien wie am Spieß, hat so richtig schön geblutet, ja, und ist so, das kann nicht sein, Alter, es kann nicht sein, ja, so Ja. richtig krass. Also Naja. wir haben eine Katze in der Nachbarschaft, die macht nichts, also die ist nicht, keine Ahnung, geistesgestört. Und wir Die haben ist eine cool. Katze in der Nachbarschaft, ich bin ja, dort dran vorbeigelaufen. Die Katze steht da oben drauf. Und guckt mich an und faucht mich auf einmal an. Und ich denke mir, was habe ich dir getan? Naja, gut, aber Hunde bellen auch, Ja gut, Leute. aber So ist ja es gut, aber nicht. sie hat schon diese komische Haltung da Ja, gehabt. aber Setzend. Hunde können auch Leute anbellen. Also so ist Das, es nicht. Das ja. ist. So, also. Auf jeden Fall, Kunja, 1500 V-Bucks, der Teil kriegt von mir 7 von 10. 7 von 10. Ja. 8 von 10. 4,35 5 von 5 bei 69 Votes, also am 16. März 2018 im Shop gewesen, 8 mal 107 Reminders. Kenji. Kenji, auch 7 von 10. 7 von 10. Ja. Von mir, Kenji kriegt von mir 8 von 10. 3,4 von 5 bei
42 Votes. Am 16. März 2019 ist erstmal drin gesagt, mal seitdem 30 Reminders. Klauen. Klauen, die Talents finde ich persönlich ganz nice. Kriegen von mir 8 von 10. 8. Für 800 V-Bucks. Von mir 7 von 10. 4,125 bei 16 Votes, das ist am 19. Januar 2019 im Shop gewesen, dann 4 mal an 36 Runners. Übrigens, by the way, ihr könnt nochmal auf YouTube gucken, auf YouTube eingeben, und zwar ist es eine Streamerin passiert, die Katze kommt in das Bild reingelaufen, ja, die Besitzerin spielt ein bisschen mit der Katze und auf einmal die Katze geht mit der ganzen Pfote über das Gesicht und das Auge war so kaputt danach. Im Stream. Ja, im Stream. Ihre eigene Katze. Im Stream, ihre eigene Katze. Yuppie! Yuppie so, Falke, 15 V-Bucks finde ich mega geil. Kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch. Ich finde den richtig geil. Oh, das waren die Talents. Ups. Das ist zum Beispiel, das habe ich bis jetzt auch noch nicht bei dem Hund gesehen. Dass der Hund einfach mal zu dem Besitzer hingeht und den quer durchs Gesicht kratzt. Nee. 4,155 bei 41 Votes, zum ersten Mal am 12. April 2019 im Schock gewesen, im 6 Mal und 27 Runners. Aber der Hund kann halt seine Krallen nicht einfallen. So, also. So, dann haben wir den. Ja, den finde ich persönlich. Der ist schon wieder viel zu gemein. Ja, es geht von mir 7 von 10, der Verband. Für 3 V-Bucks. Muss man durchklicken da unten. 3,755 bei 10 Votes, erstmal am 12. April 2019 im Schock gewesen, 4 mal 11 Runners. So, sieht okay aus. Ja, passt. Also dann. Und dann kommen wir zu dem neuen. Manny. Zum neuen, der Manny. Zoom mal bitte an den Manny ran, weil der hat da oben so eine schöne. Das ist ein Band. Wie heißt es? Bandera? Bandera? Wie heißt denn das? Das ist, was er meint, Leute. Ist Bandana. Bandana. Oh mein Gott. Geil, oder? Ein Bandera. Oh mein Gott, Leute. Oh. Sieht aber cool aus. Das tut so weh. Sieht aber cool aus. Herr Gleich hat vor kurzem auch, oder was heißt vor kurzem, heute versucht, Jugendsprache zu sprechen, Leute. Fragt mal eure Eltern, ob sie Jugendsprache mal versuchen können zu sprechen. Das hört sich so doof an, wenn auf einmal ein Dein Elternteil vor dir steht und einfach in deiner Jugendsprache spricht und das so schlecht, das ist ja noch schlechter als schlecht. Ja, wieso? Ihr verschluckt halt fast jedes Wort. Nein, ja? So, also nein. Bandana. So, was hältst du denn von der da? Bandana, Manny. 7 von 10. Boah, ich gebe dir mal 8 von 10. Okay, keine Benotung und ein Reminder. So, jetzt gucken wir uns mal den Shop an. Jetzt müssen wir den Shop leider bewerten. Wieso leider? Ich weiß nicht, was ich dem gebe. Schwer, ne? Das ist wirklich schwer. Ich bin, glaube ich, eher aber zum Mitzmäh. Ja, zum bin ich voll und ganz weil die Sache ist, ja. Guck mal, dieser Speerspezialisten ist nicht so toll. Hypermelone finde ich jetzt auch nicht so toll. Hüftpfeffer ist gut. Speer ist mega schlecht. Die beiden sind gut. Das finde ich schlecht, das andere, die an die anderen gehen. Ein Muscha finde ich jetzt auch nicht so toll. Kunia ist gut, Kenji ist gut. Clowns sind gut, Falk ist gut, Verband, ja. Und Manny ist auch ganz gut, aber ich eher nichts mehr. Ja, komm, ich bin bei dir im It's Meh. Hau rein. 660 Love It, 677 im It's Meh und 1720 Hate It. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Abonniert unseren YouTube-Kanal kostenlos und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit uns beiden. Bis dann, und tschüss.